Das U17-Nationalteam steckt mitten in den finalen Vorbereitungen der Mission Euro 2020 und die Heim-Elite-Runde Ende März wirft bereits ihren Schatten voraus. Dann kämpft das U17-Nationalteam in einer hochkarätigen Gruppe mit Portugal, Deutschland und den Niederlanden um die Teilnahme an der UEFA U17 Euro in Estland. Also ich glaube, in einer Gruppe mit Portugal, Deutschland und Holland, da ist keiner Favorit. Es wird eine sehr enge Gruppe werden. Es wird eine Gruppe werden, wo, glaube ich, keiner unfallfrei durchkommen wird. Ich sehe für jede Mannschaft auf 50-50 Chancen, aber wir wollen natürlich auch, vor allem mit dem Heimvorteil im Burgenland, unsere Chance nutzen und uns in dieser starken Gruppe qualifizieren. Das Potenzial und auch die Mentalität und die Qualität hat die Mannschaft auf jeden Fall. Ja, wenn man die gängigen Namen in dieser Gruppe sich durchliest und dann ist Österreich aus Top 1 gezogen worden, sagt aber schon was aus, dass wir in der Quali-Runde einfach unsere Pflicht erfüllt haben, unsere Spiele sehr konsequent gewonnen haben und auch gut gespielt haben. Und wir sind halt immer noch im Nachwuchsfußball und da ist es nicht so wie im Erwachsenenfußball. Da kann von einem Tag am anderen sehr viel passieren. Da sind oft überragende Leistungen und am nächsten Tag funktioniert wesentlich weniger. Nein, ich glaube schon, dass wir ein gutes Gesamtpackage haben. Staff, Mannschaft, mit den Spielen im eigenen Land. Ich glaube schon, dass wir unsere Chancen ausrechnen können. Um bestens vorbereitet in die Qualifikation zu starten, versammelt Teamchef Martin Scherb seine Spieler zu einem Trainingslehrgang in Linderbrunn. Testspiel absolviert die Auswahl keines mehr, vielmehr geht es darum, Details für die anstehenden Spiele einzustudieren. Die Herausforderungen, die auf die rot-weiß-roten Youngsters warten, sind groß. Gespielt wird zu Hause in Mattersburg und Ritzing. Es ist auch für uns in der Betreuergruppe ein großes Thema, mit unseren Sportpsychologen gemeinsam, dass die Zuschauer, die wir erwarten, und wir rechnen eigentlich schon in jedem Spiel über 1000 Zuschauer, dass sie einerseits die Jungs unterstützen, andererseits, dass wir mit den Spielern dahingehend arbeiten, dass dieser Druck zu Hause, auch die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich viel größer, als wenn man in Norwegen zum Beispiel spielt, dass das nicht belastend ist, sondern im Gegenteil die Spieler wirklich beflügelt und unterstützt. Wenn man so eine Gruppe zugelost bekommt wie wir mit den Niederlanden, mit Deutschland, mit Portugal, ist es schon wichtig, dass wir zu Hause spielen, dass wir unsere normalen Abläufe hier durchführen können und wir hoffen natürlich auf großen Support. Das U17-Nationalteam schaffte Mitte Oktober als ungeschlagener Gruppensieger den Einzug in die Elite-Runde. Österreich besiegte neben Gastgeber Norwegen auch Bulgarien und Malta. Der Auftakt ist am 25. März, Anpfiff um 13 Uhr in der Akademie Mattersburg gegen Portugal. Hallo liebe ÖFB-Fans, wir würden uns freuen, wenn uns bei den Topspielen gegen Deutschland, Portugal und Holland in Burgenland unterstützen kommt. Der Eintritt ist frei, also kommst vorbei. 1, 2, 3, Hallo lieber!